Hilf mir, Mary. Sie tun mir weh. Ein Straßenmädchen, Professor Ashcroft. Ich habe sie heute Nacht leblos auf dem Universitätsgelände aufgesammelt. Was für ein eigenartiger Zufall, Ethan. Aber für meine heutige Untersuchung genau die richtige. Ein bisschen jung finden Sie nicht, Ethan? Tod ist tot, dachte ich mir, Frau Professor. Ihr Herz wird mir helfen, noch das eine oder andere Geheimnis zu ergründen. Wenn das dann alles wäre, würde ich mich jetzt zurückziehen. An dieser Stelle frage ich das Auditorium normalerweise, ob es Blut sehen kann. Bei Ihnen kann ich mir das wohl schenken. Meine Lieblingsstelle. Treten Sie am besten etwas zurück. Gottgütiger! Das nenne ich mal eine lebendige Leiche. Prima Arbeit, Ethan. Verzeihung. Du armes Ding. Sicher ist dir ganz kalt. Das war alles ein Riesenmissverständnis. Manche Leute sehen eben nicht genug hin, nicht wahr, Ethan? Tja... Die sah aber wirklich ziemlich hinüber aus. Komm erst mal mit in mein Arbeitszimmer. Ich mache dir einen Tee. Du Arme. Willst du Honig in deinen Tee? Ich bin gleich zurück. Das war der mieseste Job seit langem, Ethan. Wenn ich sage tot... Dann meine ich auch tot. Jetzt holen Sie Ihre Axt und bringen Sie Ihre Arbeit zu Ende, bevor das noch jemand mitbekommt. Natürlich, Boss. Axt? Was für ein Albtraum. Ich muss sofort hier raus. Aber wie? Was? Das ist doch das Amulett von Emily. Wie kommt das denn hierher? Das ist unmöglich. Emily wurde nach dem Unfall nie gefunden. Ich muss es mitnehmen. Es geht hier nur vor. Und damit herzlich willkommen zu Haunted, ein Point-and-Click-Adventure aus dem Hause Deck 13. Ich habe natürlich mal kurz reingespielt, mir die Einstellung angesehen, den Ton rauf und runter geschraubt. Ich hoffe, das passt jetzt hier alles so. Ich will euch aber ganz kurz vorlesen, worum es hier überhaupt geht. Seit jenem schicksalhaften Zugunglück, bei dem sie ihre kleine Schwester Emily verlor, wird sie nachts von Visionen heimgesucht. Ist der Tod vielleicht doch nicht das Ende? Der Gedanke lässt Mary keine Ruhe und so beschließt sie, den geträumten Hinweisen zu folgen. Ja, den geträumten Hinweisen zu folgen und dann gleich auf dem Seziertisch zu landen, das fängt ja gut an, kann ich da nur sagen. Hotspots-Anzeige gibt es auch natürlich mit der Leertaste. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und sehen mal zu, dass wir hier flugs rauskommen aus diesem Gemäuer, bevor die uns hier noch komplett aufschneiden. Der Schreibtisch. Hier arbeitet die Professorin wohl an ihren Studien. Komisch. Was ist bloß mit dem Dokument, mit den Handschuhen drauf auf sich hat? Haben wir hier noch was? Rolldeckel. Okay, runter. Auf. Aber nichts drin. Schade, schade. Oh, ein exzentrische Sitzgelegenheit.
Laut Aufschrift ist ja das Geschenk einer peruanischen Fakultät. Gut, was gibt's denn hier noch? Ein Schaubild? Das Schaubild eines menschlichen Skeletts? Was für Forschungen stellt diese Frau eigentlich an? Und wozu? Ich glaube, das wollen wir gar nicht wissen. Oh, hier ist noch ein technisches Zeichen. Was für eine seltsame Maschine. Und wofür wohl diese komischen Kapseln daran sind? Eieiei. So, was haben wir hier noch? Filigranes Musikinstrument. Deckel. Okay. Gucken, ob das aufgeht. Ha? So eins hatten wir auch zu Hause. Bei meinen Eltern. Ob ich noch spielen kann? Emily, es tut mir so leid. Jo, ja, mit dem Deckel... Ich sollte etwas anderes versuchen. Ah, also mit dem Deckel kann ich nichts mehr machen. Was haben wir hier, ein Skelett? Vermutlich dient es dem Anatomiestudium. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass hier nicht bloß harmlos studiert wird. Ja, den Eindruck habe ich allerdings auch. Wichtige Gegenstände lassen sich per Mauszeiger über dem Auge-Symbol in der linken unteren Bildschirmecke hervorheben. Jo, hier haben wir alles gesehen. Dann gehen wir mal nach hier vorne. Hier gibt es ja noch mehr. Geschlossene Kühlkammer. Die Tür zur Kühlkammer. Sie ist abgeschlossen und sie führt mich sicher nicht nach draußen. Nein, die wird in die Kühlkammer führen. Was haben wir hier? Das Krankenbett. Ach, war das das, wo wir eben drauf lagen? Dann würde ich ja eher sagen, es ist ein Gebiertisch. Was das wohl für ein Experiment ist? Diese Frau wird mir immer unheimlicher. Oh, da ist eine Leiter. Mal schauen. Damit geht's auf die obere Etage. Ja. Fragt sich nur wie. Naja, wir werden das rausfinden. Schauen wir mal hier drüben. Der Ausgang. Ja, das wäre zu einfach, ne? Ich hoffe, hinter der Tür steht eine blutrünstige Professorin und ihr Gehilfe holt gerade eine Axt. Vielleicht sollte ich lieber einen anderen Fluchtweg suchen. Okay, das sehe ich natürlich ein. Was haben wir hier hinten noch? Kann ich mir hier irgendwas anschauen? Nein. Okay, geht's hier noch weiter? Ah, Kontrollpunkt. Nein, Pult. Nicht Punkt. Damit kann man irgendetwas in Gang setzen. Schätzungsweise das Krankenbett vielleicht? Merkwürdige Halterung? Da fehlt wohl noch etwas. Okay, da fehlt was. Gut, dann schauen wir mal hier in der Mitte. Ah, okay. Toll, jetzt kann man das Bett zur Tür schieben. Ah, Moment. Und so könnte man es in die Kühlkammer wahrscheinlich schieben. Jetzt kann man das Bett zur Tür schieben. Das sieht aber furchtbar hier aus, das Ding. So, Krankenbett, Bremse, Steuerung. Gucken. Die Bremse ist noch festgestellt. Okay. Das war ja fast klar. So, Bremse ist gelöst. Und dann denke ich mal, können wir das jetzt schieben, ne? Ganz gut. Jetzt noch die Bremse feststellen. Jetzt sollte sie eine Weile aufhalten. Huch, was war das für ein Geräusch? Na prima. Jetzt hat sie uns auch noch ausgesperrt. Aber das kann ja nicht so schwer sein. Das haben wir gleich.
Ich schiebe einfach meinen Stock durch die Tür und entriegle sie von der anderen Seite. Raffiniert, Mrs. Ashcroft. Ich guck ja, als was sie mit der Tür macht, okay. Oh, kann ich den mitnehmen, den Gehstock? Moment. Her damit. Nein! Das Gör hat meinen Stock geklaut. Madam, wenn ich vielleicht einhaken dürfte. Einhaken? Ich hab doch diese Axt. Ich würde sie gern holen und in die Tür einhaken. Ach, meine schöne Tür. Aber nur zu, meine Geduld ist ohnehin am Ende. Bin gleich zurück. Das ist ja ganz hervorragend, Ethan. So, die habe ich jetzt auf jeden das Fall Ding auch noch in meinem Büro herum. Erstmal ausgesperrt. Das werden wir gleich haben. Boah, weg hier. Der jetzt mit der Axt kommt. Wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Da ist auf jeden Fall die Leiter. Aber wie soll ich die runterkriegen? Oh, da. Ich habe ja jetzt den Gehstock gerade eingesammelt. Moment. Moment. Versuchen wir mal, ob wir das hier so runterholen können. Ich sollte mich vielleicht mehr auf diese seltsame Form des Stockes konzentrieren, die wie ein Schlüssel aussieht. Okay. Das geht nicht. Der Stock sieht aus wie ein Schlüssel. Ja, so viele Möglichkeiten haben wir da ja jetzt noch nicht. Wir gehen mal hier. Hier war doch irgendwas. Vielleicht kann ich den Stock... Das sieht gut aus, ne? Das ist auch so im Dreieck. Mal schauen. Oh. Okay, supi, supi. Ja, wir müssen auf jeden Fall da hoch. Das ist klar, da lag ja auch, glaube ich, schon eine ganze Menge rum, was man gut gebrauchen könnte. Ich habe da gerade schon eine Säge gesehen. Ich muss die Leiter blockieren. Jetzt reicht es. Schlagen Sie die Tür ein, Ethan. Schnappen wir sie uns. Sie brauchen die Leiter. Zumindest für den Moment kommt hier keiner hoch. Wir können die Leiter nicht benutzen. Verdammt, wo ist sie? Sie ist oben im zweiten Stock und wir haben keinen Zugang zur Leiter. Dann verschaffen Sie uns gefälligst Zugang, Ethan. Ich muss mich beeilen. Lange wird das nicht halten. Ach je, ich muss mich mal wieder beeilen. Beeilen ist immer schlecht. Gehen wir erstmal hier lang. Ist denn hier jetzt schon irgendwas zu finden? Upsala. Oh, da ist was. Na, halt, 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 da. Eine Urne. Ist das etwa eine Urne, in der menschliche Asche aufbewahrt wird? Auffällig leuchtende Starkapsel. Geht nicht. Liegt vermutlich daran, dass es fest verschraubt ist. Etwas verschraubt, jetzt verschraubt. Hier hinten lag doch was. Da war doch eine Säge. Die hat nicht mehr lange. Arzttasche. Meine Axt ist bereit. Ich möchte gar nicht wissen, was dieser Zahnkratzer schon gesehen hat. Zahnkratzer mit Gebrauchsspuren. Vergammelte Handschuhe mitnehmen? Was sollen denn die Handschuhe? Oh, Reparaturschlüssel. Was habe ich denn da? So, was haben wir jetzt hier noch? Das machen wir mal wieder zu. Wartungsklappe. Diese Klappe steht mächtig unter Strom. Dann wird es wahrscheinlich nicht so viel Sinn machen. Oh, eine Knochensäge. Hallo? Das ganze Ding steht unter Strom.
Man müsste wohl ziemlich verrückt sein, um es anzufassen. Ja, ja, entschuldige bitte. Versuch was ja wert. So, das war die Wartungsklappe. Aber ich habe doch Handschuhe. Kann ich denn damit? Diese vergammelten Handschuhe werden mich nicht vor der Hochspannung schützen. Schade, hätte er sein können. Dann gehen wir erstmal zur Tafel hier. Wenn ich darauf etwas schreiben möchte, brauche ich noch Kreide. Kartenhalter mit einem auffälligen Fuß aus Elfenbein. Tafel, was haben wir hier noch? Na, ich treffe nicht. Ich sollte etwas anderes versuchen. Für hochtrabende Forschung unumgängliches Verhältnis. Kreide. Kreide mal mitnehmen. Kreide? Könnt ihr mir helfen? Oh, wozu? Dann machen wir mal den Kartenhalter. Okay. Okay, der lässt sich rauf und runter fahren. Kann ich denn vielleicht hier mit der Kreide mal so ein bisschen auf der Tafel kritzeln? Oh. Was ist jetzt passiert? Jetzt sind hier die Dinger kaputt gegangen. Das hilft mir leider nicht. Und sie hat nach oben geschaut. Ich erst mal wieder hier weg. Ich muss hier irgendwas machen. Ah, ich habe doch jetzt fortschrittliche Wartungsmöglichkeit. Ist das? Hier war doch vorhin dieses, das da. Stahlkapsel. Okay. Vielleicht kann ich da mit dem Reparaturschlüssel. Geht nicht. Liegt vermutlich daran, dass es fest verschraubt ist. Schraubt. Okay. Mal gucken. Jetzt ist es offen. Mit dieser Strategie hat noch nie ein Pirat überlebt.